kannst du hier kurz dein Passwort eingeben? Ich gebe das Passwort ein. Wer nicht will, macht. Happy Birthday, liebe Tara. Ich verwende das in meinem Video. Was? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin total aufgeregt und in Eile. Ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen und zwar treffen wir uns mal wieder. Meine YouTube-Mädels, ich freue mich total und ich bin zu spät, weil natürlich musste ich das Haus putzen und ich habe noch schnell gekocht und wahrscheinlich bin ich wieder die Letzte, die ankommt. Ja, ich freue mich so, ich bin total aufgeregt und ich zeige euch mal schnell, was ich anhabe. Ganz einfach. So, da bin ich. Hier ist mein Outfit. Und zwar habe ich meine Bluse an. Die ist von Zara. Die neue Hose ist auch von Zara. Meine Schuhe sind von Sommerkind. Und meine neue Kette, die ist von Happiness Boutique. Ich liebe die total. Das ist nicht jedermanns Sache. Die ist sehr, sehr auffällig. Falls ihr auf sowas steht oder eher was Dezenteres möchtet, dann schaut mal bei Happiness Boutique vorbei. Da habe ich einen Rabattcode. Schaut mal in die Infobox. Da könnt ihr 10% sparen ab einem Einkaufswert von 19 Euro. Genau. Dann habe ich noch mein Armkettchen von Thomas Sabo. Dann das andere, das ist ganz neu von Thomas Sabo. Und zwar ist da ein Hund dran und ein Lippenstift. Total passend. Mein Ring, der ist auch von Thomas Sabo. Den habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen. Genau, zu Weihnachten. Und meine Uhr, Moment, die ist auch von Thomas Sabo. Moment, so. Die habe ich auch von meinem Ehemann geschenkt bekommen. Genau, die mag ich auch super, super gerne. Und das ist mein Outfit. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz rüber zu meiner Tasche. Und zwar ist die auch ganz neu. Oh Gott, da muss ich noch das Etikett abmachen. Die ist von Gusti Leder. Und da haben mich ganz, ganz viele danach gefragt auf Snapchat, ob ich die nicht nochmal besser zeigen könnte. Hier ist das gute Stück, die ist riesig. Ich zeige die jetzt gleich nochmal im Vergleich am Spiegel, wie groß die ist und wie viel Platz da drin ist. Schaut mal, ich habe jetzt so ein paar Seifen rein von Lush, weil die doch einen sehr eigenen Geruch hat, den vielleicht nicht jeder mag. Aber Gusti Leder hat so, so geile Taschen. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Vor allen Dingen, die hat so viel Platz. Und da ist auch nochmal so ein Gürtel dabei. Schaut mal, nennt man das Gürtel. Also ja, man könnte die dann auch noch anders tragen. Richtig genial. Hier habe ich noch ein bisschen was vorbereitet, was ich jetzt mitnehmen werde. Ein Geschenkchen für den kleinen Samuel. Hier kommt jetzt gleich meine Kamera rein, eine Decke. Das Kissen, das hat die Steffi schon für mich dabei, weil ich das bei ihr vergessen hatte. Genau, von L'Occitane. Und zwar ist das so ein Reiseset, ne? Da ist so eine Handcreme, eine Bodylotion und so weiter. Da bin ich auch mal gespannt, habe ich mir gedacht. Wenn ich jetzt verreise, nehme ich es mal mit. Hier habe ich noch ein paar Kleinigkeiten für meine Mädels, ein kleines Geschenkchen. Und hier, ja, weiß ich noch nicht, für mein Outfit für morgen habe ich einfach nochmal anderen Schmuck gewählt. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz an den Spiegel, damit ihr mal den Vergleich seht, wie riesig diese Tasche bitteschön ist. Schaut mal. Richtig cool zum Verreisen, oder? Oh mein Gott, ich liebe sie. Genau, und da passt jetzt auch alles rein. Und ich muss jetzt wirklich los, sonst komme ich zu spät. Endlich geht's los. Ich komme sowas von zu spät. Sowas von zu spät. Aber Haushalt und Kinder gehen nun mal immer vor bei mir. Also, auf geht's zur Maira. Ich bin ganz aufgeregt. Oh Mann, das ist so typisch für mich wieder. Sie sagt jetzt neuerdings Hallo. Hallo. Hat sie bei dir abgeguckt? Hallo. Hallo. Ich muss mal lachen, schaut mal. Hallo. Wir sind bei Maira. Ich bin jetzt gerade leicht verwirrt, weil der Hintergrund, der wird euch bekannt sein. Kennt ihr den? Ja, von Mairas Videos. Genau, hier ist meine Steffi. Meine Steffi. Genau, und sorry, dass ich nicht gleich von Anfang an gefilmt habe, aber ich bin angekommen, dann gab es gleich lecker Essen. Und wir haben lecker gegessen. Genau. Wir sind alle voll gestoppt. Wir sind total voll gestoppt und wir quatschen dann halt immer gleich so viel. Wir legen direkt los. Genau, und jetzt wollte ich aber noch mal ganz kurz Hallo sagen. Hallo. Hallo. Genau, die Feuerwehr ist da. Hier ist was los. Hier ist voll was los. Genau. Und da oben wird gerade gebaut. Oh, Lukas. Maira, der Lukas putzt gerade. Der ist auch oben. Nee, das ist die Pumpe fürs Bett. Ach, das ist die Pumpe fürs Bett. Der pumpt mein Bett auf. Okay, er pumpt mich heute Nacht schlafen. Gut. Alles klar, also ich melde mich später nochmal bei euch. Bis dann. Tschüss. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Schaut mal, wie schön. Oh mein Gott, so schöne Sachen. Das ist von der Steffi, das ist von der Sandy, von der Tara, von der Kim
Und hier ist noch was von der Sandy. Ich teste gerade Heidis Kamera mal aus. Ich will so gerne Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tara. Happy Birthday to you. So, und jetzt musst du pusten und dabei die Augen zumachen und dir was wünschen. Was? Aus? Ja, aus! Oh, wartet, wartet! Wartet! Das darf jetzt nicht fehlen. Gibt's ein Geschenk und wir hoffen, wir können dir damit einen Traum erfüllen. Nein! Ich glaube, wir haben das Schwarze gebraucht. Ach, Scheiße! Ich glaube. Also so gehe ich jetzt immer raus, okay, Mädel? Ja, okay. Die lachen sich hier voll den Arsch, ey. Sowas würde ich mir nie auf den Kopf setzen und die anderen Mädels auch. Ja, nee, ist klar, ne? Never ever. Unmöglich. Also wirklich. Ich sag's euch, das ist der neueste Schrei auf YouTube. Und wer ist schuld? Die Frau da hinten. Ach, und wo ist die Tara? Wegen der Hammer das auch aufgegessen. Und die hat's runter. Ja, oder? Tara haben wir aufgegessen. War lecker. Hat gut geschmeckt. Hat die Sandy gemacht. Voll mega, die Sandy. Also, ach, da ist sie ja. Das hat aufgegessen. Wegen der Hammer das auf, ne? Und sie verschwindet einfach. Ja, toll. Ich bin gerade total geschockt. Ne? Ich komme von meinem Auto wieder und Mayra schneidet gerade der Kim die Haare. Einfach mal knallhart volles Stück abgeschnitten. Ich bin geschockt. Deswegen habe ich noch meine Jacke an. Und ja, das Endergebnis, das seht ihr dann bei der Kim auf dem Kanal. Ich bin nicht ganz so schnell mit dem Schneiden. Und deswegen wird es mit Sicherheit schon online sein. Also die hat echt volles Stück abgeschnitten bekommen. Und ich finde es gerade voll krass, ne? Bitte. Also ich hatte euch ja gesagt, dass die Luxury Box heute angekommen ist und ich habe mir gedacht, wem kann ich sie zeigen? Bin nicht mehr meiner schlecht. Das interessiert mich natürlich. Ich habe sie ein halbes Jahr abonniert bekommen von meinem Ehemann. Der hat sie mir geschenkt und da habe ich sie mal aufgemacht. Auch vor der Kamera und jetzt bin ich einfach neugierig, was drin ist. Und ich bin auch voll neugierig. Ich habe nämlich noch nicht reingeschaut. Ich wollte mir es aufheben. Jetzt bin ich mega gespannt. Okay, hier haben wir das Produktkärtchen. Also ich hatte die Luxury Box noch nie. Du nimmst die Produkte in die Hand. Ich kenne aber die Videos von der Steffi. Ja, siehst du, die haben schöne Sachen. Genau. Okay, mit was fangen wir an? Mit dem Produkt, das kenne ich nämlich schon. Das hatte ich schon mal in der Box. Und zwar ist es von Etrebelle. Eine Mascara. Die ist übrigens super für den unteren Wimpern. Genau, ja. Dafür ist die top. Dafür ist das Bürstchen nämlich richtig cool und die ist richtig teuer eigentlich. Ich meine, die kostet 16 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. 16,40 €. Oh mein Gott. Richtig cool, freue ich mich, weil ich bin ja eh voll das Mascara-Opfer. Der Mascara. Ich sag immer die Mascara, weil ja, es hört sich auch voll komisch an, der Mascara. Lip Twist Pencil. Okay. Der kostet 15,30 €. Sieht voll hochwertig aus. Und ist eine schöne Farbe, finde ich. Ja, sehr cremig. Richtig schön, bin ich gespannt. Zuerst hier. Yeah. Das ist nämlich von Institut Carité, eine Ultra Rich She Hand Cream. Die würde kosten 19,50 €. Muss man mal testen. Ja, aber die Verpackung allein schon, ne? Voll cool, oder? So voll retro. Nochmal Lord & Berry. Das ist aber was anderes. Guck mal, was es ist. Wahrscheinlich ist es mal den. Ja. Der sieht aus wie der von Dating. Oh, der malt aber schön schwarz. 21 Euro würde der kosten und der malt sehr, sehr schön schwarz, sehe ich gerade hier. Richtig tiefschwarz, toll. Forever Black Eyeliner. Macadamia! Eine Maske fürs Haar, glaube ich. Die hatte ich schon mal. 19 Euro. Macadamia Öl ist da drin. Ich liebe das. Omega 7, 5, 3, Fettsäuren für gesundes Haar. Ja, da. Das benutzt die Heidi dann ein einziges Mal. Ja, wahrscheinlich. Kennst du die? Nee. Immer noch. Oh, die ist mega. Ich liebe die voll. Okay. Yay! Ich würde sagen, das ist mehr so... Mit so einem blauen Stich. She's a bad... Muffuletta? Muffuletta.
Oh mein Gott. Diese Bad Muffuletta. Geil. 16 Euro steht hier drin. Ja, richtig cool. Boah, davor, ey, das ist ja voll mega, die Box, oder? Dr. Severin. Ein Body Aftershave Balm. Ey, der hat doch die Meinung nach der Rasur. Tara auch. Das ist cool, ne? Ja. Was ist denn also so rein vom Video her weiß ich noch, ich meine, das wäre vegan, tierversuchsfrei und ohne Alkohol. Ich weiß es nicht. Doch, ich meine schon, das ist auch richtig teuer. Tierversuchsfrei auf jeden Fall, vegan auch. Ja. 33,10 Euro wird es kosten. Und ohne Aluminium. Und ohne Alkohol, ohne Aluminium, ohne Parabene. Geil. 33,10 Euro, alles klar. Viel Spaß damit, Heidi. Boah, die Box ist geil. Und das letzte Produkt hier, das ist von Hyapur, das hatte ich auch schon mal, das ist so ein Serum für die Haut einfach. Das ist eigentlich ganz schön. Also das ist so ein ganz kleines Flakönchen hier drin. Mit hier Hyaluronsäure. So ganz, da braucht man aber auch nur sehr wenig von. Das ist zum Testen. Ja. Das ist schön, probier es mal aus. Und das hatte ich auch mal in der Box. Ich auch. Ja, das habe ich sogar mit, da habe ich meine Pinsel drin. Mega. Das ist eine schöne Box. Richtig geil. Hätte ich mich auch drüber gefreut. Freue mich voll, ja. So, das war der Inhalt. Sagt mir mal, ob ihr die Lackschulbox schon gekannt habt vorher. Wahrscheinlich von Steffis Videos. Wenn ihr mich kanntet, kanntet ihr auch die Lackschulbox. Aber richtig cool. Also ich bin echt begeistert, weil ich mit allem was anfangen kann, oder? Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, nicht meine Farbe oder so. Also auch der. Dieses Lippenprodukt finde ich am schönsten. Ja. Und dieses Aftershave Balm, das mag ich dann auch. Mega, 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 mega. So, wir warten jetzt auf die Pizza. Jawohl. Ich habe voll Hunger. Es wird gegessen. Mädels, dann kommt die Pizza. Gerade, was ist gerade so? Hast du krank? Ja, bei Twitter. Zeig mal bitte deine Uhrzeit, Tara. Cool. Hauptsache, ich tue dir nicht weh mit meinem Knie da. Alles gut. Rücken. Das ist gut ist aus der erste Einwohner. Ja, was hast du gemacht? Geht ja noch nur. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir sind noch so jung. Das sieht man ja fast gar nicht. So, also, vielleicht könnt ihr es euch denken, was wir jetzt gleich machen. So geil sieht es aus. Steffi? Guck mal, wie schön es aussieht. Hallo, Mädels. Kamera. Hallo. Hallo. Also, ich melde mich jetzt nochmal. Kannst du mal kurz die Klappe halten? Danke. Kamera, kannst du hier kurz dein Passwort eingeben? Ich gebe das Passwort ein. Wer nicht filmt, war am besten. Ich würde es ja jetzt laut sagen, aber die Heidi filmt. Ach komm, sei nicht so. Lass uns teilhaben. Ja, soll ich euch nochmal einen PIN sagen? Ja, mein von deinem Konto. Kannst du jetzt mal hören? Nee, jetzt mach aus. Steffi! Was? Also, meine Lieben, wir haben jetzt noch zwei Videos gedreht. Eins für Taras Kanal mit Pyjama, unglaublich. Und eins für Mayras Kanal. Und ich verabschiede mich jetzt mal. Wir sehen uns dann morgen nochmal, okay? Meine Lieben, wollt ihr noch was in meinem Video sagen? Guten Abend. Die schminken sich gerade alle ab, nur ich nicht. Weil ich warte auf Taras Pin. Tara, gib mir jetzt deinen Pin. Was machst du das hier mit? Tara! 1, 2, 3, 4. Guck mal an! Guck! Ich check's nicht. Guck dich mal an, Panda! Magst du mich jetzt nicht mehr, oder? Doch, ich lieb dich. Ich schwing mich hier im Hintergrund ab. Das ist auch keiner. Du willst auch immer nur im Bild sein, Steffi. Ich mach. Diese geltungsbedürftige YouTuber. Also, tschö! Tschö mit Ö, wie die Mayra sagen würde. Mayra? Mayra, du hast noch nichts gesagt. Sag mal. Hola! Hola, hola! Okay, ich muss das machen, Leute. Wir haben keinen Alkohol getrunken, ich schwör's. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du das dann siehst. Ich verwende das in meinem Video. Was? Wir haben gerade auf Snapchat so viel Müll erzählt. Wir zwei, ne? Auf Snapchat, das ist so unsere Serie. Das ist ja Wahnsinn, ne? Wir gucken uns. Wir gucken uns eigene, an, so. Ja, ja. Und dann hauen lachen wir uns schon weg. Und wir gucken uns Abnormal. Unsere eigenen Snaps an und lachen dabei. Das ist so krass. Ja, weil wir krank sind. Also, meine Lieben, es ist früh am Morgen. Wie man unschwer an mir erkennen kann. Und an mir. Wir haben sehr, sehr wenig geschlafen. Also um 4:30 war ich noch am Reden mit Steffi. Ich habe mit Steffi zusammen im Bett geschlafen. Es war total kuschelig und wollig warm. Und um 7 war ich wieder wach. Ja, dann haben wir total schön gefrühstückt, habt ihr ja alles gesehen. Die Mayra hat sich so eine Mühe gegeben, es war total schön. Genau, und das war's schon. Ich muss jetzt nach Hause, leider. Die anderen sind schon gefahren. Die haben nämlich eine weitere Strecke als ich. Und die Mayra steht nur rum.
Willst du auch was sagen? Hallo! Hola, chicas! Hola, chicas. Das schon wieder an. Genau, okay, meine Lieben, also ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, dass euch mal ein kleines Follow-Me-Round zur Mayra gefallen hat. Wir YouTube-Mädels wieder zusammen. Es werden noch einige Videos kommen. Wir haben für Taras Kanal was gedreht und für Mayras Kanal. Und ich bin schon total gespannt, weil wir waren so fertig. Wir haben nachts um zwei gedreht. Nachts um zwei. Geht gar nicht eigentlich, aber egal. The power of makeup, ne? Aber Hauptsache, wir hatten Pyjama an. Ja. Im Video, egal. Also, ja, es war echt voll lustig. Ich liebe halt meine Mädels. Okay, mein Arm fällt mir gleich ab und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Adios. Ciao.